Laura Sirucek 0-3 verloren. Was ist heute schiefgelaufen? Oh, ich glaube sehr vieles. Wir haben unseren Spielplan gar nicht umsetzen können, das, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben viel zu wenig Druck gemacht im Service. Wir wissen, dass sie ein angriffsstarkes Team sind. Da muss man einfach im Service mehr Druck machen, um dann ein bisschen auseinanderwerfen. Und das ist heute uns überhaupt nicht gelungen. Und auch Blockarbeit, Defense war also wirklich schlecht heute. Jetzt habt ihr dreimal gegen Volley Königs gespielt, zweimal in der Meisterschaft und einmal im Cup, dreimal 0-3 verloren. Ist das so etwas wie ein Angstgegner, Volley Königs? Ja, nein, ich glaube nicht. Ich muss sagen, wir haben einfach wirklich noch nie geschafft, gegen das Team unsere beste Leistung abzurufen. Einmal haben wir noch Pech gehabt mit der Besetzung, zwei Aussangreiferinnen sind verletzt bzw. krank gewesen. Dann haben wir in einer völlig anderen Aufstellung spielen. Das ist keine Entschuldigung, aber dort haben wir auch nicht können 100% rausholen. Und bis jetzt ist es uns einfach noch nie gelungen, gegen sie das zu spielen, was wir eigentlich könnten. Jetzt seid ihr bis vor dem Spiel auf jeden Fall bis auf zwei Punkte weil ich bin jetzt dran gewesen, seid bei den besten Teams mit dabei. Was ist so das Zwischenfazit, jetzt, was langsam auf Playoffs zugeht? Könnt ihr es noch besser oder sagt ihr, okay, mit dem eben aufgrund von den Tatsachen, die da auch sind, mit dem relativ schmalen Kader, sind wir zufrieden? Nein, überhaupt nicht. Also wir sind überhaupt nicht zufrieden. Also ich sicher nicht und ich denke, mein Team sicher auch nicht. Das Zwischenfazit von der Saison ist eigentlich bis jetzt sehr gut. Wir haben souverän eigentlich eben alle Spiele außer gegen Königs und Valero gewonnen. Und wir werden weiter an uns arbeiten, an den Sachen, die noch nicht laufen. Und ich meine, Playoffs liegen noch vor uns. Es ist überhaupt nichts verloren. Und wir ziehen sicher in die Playoffs ein. Das ist ja schon klar. Von dem her ist unser Ziel, sicher nicht aufgeben, weiter arbeiten und das nächste Mal versuchen, die Chance zu packen. Wie ist es bei euch persönlich? Ihr seid jetzt bekannte Schaffhausen-Leaderin in dem Sinn. Ihr seid in der Nationalmannschaft mit dabei. Wie ist es bei euch persönlich zu empfinden? Ihr habt ja eine relativ gute Heim-EM gespielt im letzten Jahr. Ja, also ich fühle mich halt in Kantischer Fussen sehr wohl. Ich denke, bis jetzt ist für mich persönlich die Saison gut gelaufen. Ich tue eigentlich also gerne die Leaderrolle übernehmen. Es ist halt schwierig, wenn es einem selber nicht so läuft, wenn man nicht so in Flow reinkommt. Dann denkt man sich halt schon, oh nein, wenn es mir jetzt nicht läuft, ja, wie können wir das ausgleichen? Das ist halt ein bestimmter Druck, mit dem muss man lernen umgehen. Und ich denke, es klingt mir immer besser, aber ja, ich muss noch ein bisschen daran arbeiten.